Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Layton's Mystery Journey, Catch Real und die Verschwörung der Millionäre. Im letzten Part haben wir mit den Rätseln hier aus dem Bonusbereich angefangen und wir haben da beim letzten Part sage und schreibe 9 Rätsel auf einmal lösen können in einem einzigen Part. Das ist absoluter Rekord bisher, wirklich richtig cool. Und mal gucken, wie viele Rätsel es dann in diesem Part werden. 9 können es gar nicht mehr sein, da uns nur noch überhaupt 6 fehlen. Aber vielleicht schaffen wir jetzt dann diese 6 hier in diesem Part, aber vielleicht werden es auch doch weniger, da ich jetzt dann an einem vielleicht hängen werde. Wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall machen wir gleich weiter mit der Rätselraterstube, genau. Da haben wir Hand in Hand 2, das Sanduhrspektakel und hierher Hündchen, okay. Erstmal Hand in Hand 2 und da haben wir auch schon ein paar andere Versionen davon gemacht, Hand in Hand 1 und auch Spezialversionen. Und ich liebe diese Rätselart, deswegen freue ich mich da jetzt schon sehr drauf. Ich meine, das gilt im Allgemeinen, jedes einzelne Rätsel, ja, also auch diese 9, die wir beim letzten Mal hier im Bonusbereich hatten, fand ich wirklich mega cool bisher. Und auch Hand in Hand 1 mochte ich schon, auch die Spezialversion, deswegen jetzt Hand in Hand 2 werde ich auch mögen, für 65 Pikarat. Steuere Ritter und Prinzessin gleichzeitig so, dass sie den Ausgang gemeinsam erreichen. Berühre die Steuerpfeile, um sie zu bewegen. Sie dürfen nicht in Löcher fallen, aber ich kann sie an den Kristallen aufhalten, bla 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 bla. Gut. Dann gucken wir uns das Ganze gleich mal an. Ja, okay, vor allem der Weg von der Prinzessin ist ein bisschen eklig, weil die nämlich ganz, ganz viele blöde Löcher hat. Ja, das wird auf jeden Fall nicht einfach werden. Aber ich kann es schon mal schaffen, dass sie auf demselben Feld stehen. Das ist eigentlich immer ganz gut, da ich dann da ganz gute Kontrolle drüber habe. Und ich kann sogar hier beide relativ gleichermaßen nach oben bewegen lassen erstmal. Mhm. Ja, ich habe schon eine Idee, wie ich es ungefähr machen will. Weil ich kann jetzt dann nämlich gleich den Kristall da links von der Prinzessin zunutze machen, indem ich jetzt nämlich den Ritter nach links bewege. Und jetzt nach oben. Und jetzt nach rechts und... Wow, das war's sogar schon. Okay. Ein gutes Rätsel ist wie ein Lutschbonbon. Man nennt mich nicht umsonst Sherlock Holmes. Also übrigens nur mal so als Info, weil nicht, dass ihr glaubt, dass ich betrüge oder so. Ich habe mir nicht die Lösungen von den Rätseln irgendwie vorher angesehen oder sowas. Ich spiele hier auch alle blind zum ersten Mal, aber ich muss auch zugeben, dass ich auch ein bisschen Glück jetzt im letzten Part schon hatte und auch in diesem, dass ich relativ schnell immer halt auch durch Ausprobieren manchmal die richtige Lösung gefunden habe. Aber trotzdem muss ich halt auch zugeben, dass ich halt für so eine Rätselart, für solche kombinatorischen Rätsel, dass ich da auch so ein bisschen ein Auge dafür habe anscheinend. Zwar nicht immer, aber oftmals. Ritterlich gemeistert. Beide haben den Ausgang gleichzeitig und vor allem wohlbehalten erreicht. Okay, wunderbar. Kann man gleich so weitermachen wie im letzten Part, dass ich die Rätsel immer in so irgendwie 3 bis 4 Minuten löse, was echt total heftig ist, wie ich finde, da die halt auch total viele Pikarat geben, aber mal gucken, was es jetzt erwarten wird. Beim Sanduhr-Spektakel, eine komplett neue Rätselart, mir scheint. Aha, okay. Das sieht aber auch interessant aus. Sanduhren sind eigentlich auch immer ein ziemlich interessantes Element für Rätsel, wie ich finde. Vor allem halt Sanduhren, die unterschiedlich lange brauchen, dass der Sand einmal komplett durchläuft, haben wir ja gerade eben auch schon sehen können. Dass manche von denen irgendwie 1 Minute, 2 Minuten sowas brauchen oder auch bis 5 Minuten. Also wird, glaube ich, auch ziemlich cool werden. Und wir kriegen hier 70 Pikarat, wenn wir es lösen. So, diese Person besitzt nur 2 Sanduhren. Mit ihnen hat sie Zeitabstände auf die kürzeste Art gemessen. Es braucht 6 Minuten, um 1 Minute, 5 Minuten, um 2 Minuten und 3 Minuten, um 3 Minuten zu messen. Okay, schon mal ziemlich komplizierter Text, wie ich finde. Welche 2 Sanduhren sind gesucht? Ein Beispiel. Wenn du die 3 Uhr und, oder nicht 3 Uhr, sondern 3 und 4 Minuten Sanduhren nimmst, würde die 4 Minuten Sanduhr 1 Minute übrig haben, wenn die 3 Minuten Sanduhr abgelaufen ist. Also dauert es 4 Minuten, um 1 Minute zu messen. Ach du Scheiße. Okay, das hört sich sehr kompliziert an. Aber auch wieder mal richtig cool. Okay. Ich werde auf jeden Fall mit euch gemeinsam Notizen machen, deswegen wechsle ich. Und lass mir hier den Text wieder anzeigen. So, okay. Also, du besitzt 2 Sanduhren. Und du willst die Zeitabstände messen. So, es braucht 6 Minuten für 1 Minute. 5 Minuten für 2 Minuten. Und 3 Minuten für 3 Minuten. Okay, das ist 3 Minuten für 3 Minuten braucht, sagt mir eigentlich schon, dass eine der beiden Sanduhren eine 3-Minuten-Sanduhr ist. Ich meine, was habe ich denn zur Auswahl? Ich habe 1 bis 5 zur Auswahl. Ich darf dann 2 auswählen. Genau. Deswegen, eine von denen muss eigentlich schon eine 3-Minuten-Sanduhr sein. Da ich eben dann mit der direkt 3 Minuten messen kann. Weil das ist ja das Schnellste, was irgendwie geht. Obwohl es aber jetzt nicht unbedingt sein muss, weil ich meine, wenn ich eine 1-Minuten- und 2-Minuten-Sanduhr habe, würde es auch gehen. Weil dann kann ich halt die 2-Minuten-Sanduhr laufen lassen und dann direkt danach die 1-Minuten-Sanduhr. Und dann habe ich auch in 3 Minuten 3 Minuten gemessen. Aber mit einer 1-Minuten- und 2-Minuten-
Sanduhr schaffe ich es ja in einer Minute, eine Minute zu messen. Aber ich brauche ja hier 6 Minuten, um eine Minute zu messen. Deswegen kann das nicht sein. Also eine von den beiden Sanduhren muss eine 3-Minuten-Sanduhr sein. Es geht gar nicht anders. So. Hätten wir das schon mal. Also, wenn ich jetzt eine Minute messen will, dann brauche ich dafür mit diesen beiden Sanduhren, wo eine von denen eine 3-Minuten-Sanduhr ist, dann brauche ich 6 Minuten. Warum brauche ich da 6 Minuten? Lass mal kurz das Beispiel durchlesen. Wenn ich eine 3- und 4-Minuten-Sanduhr habe, dann würde die 4-Minuten-Sanduhr eine Minute übrig haben, wenn die 3-Minuten-Sanduhr abgelaufen ist. Dann dauert es also 4 Minuten, um eine Minute zu messen, wenn ich die gleichzeitig starte. Ja, genau, okay. Ja, es macht Sinn. So, warum brauche ich denn 6 Minuten für eine Minute? Das sagt mir eigentlich, dass dann die zweite Sanduhr relativ eklig sein muss, sag ich jetzt mal. Eigentlich können wir sogar nach Ausschlussverfahren jetzt fast schon sagen, dass die andere 5 Minuten sein muss. Ich weiß noch nicht genau, wie das geht, aber eigentlich muss es fast so sein. Weil das Problem ist nämlich, dass wir jetzt schon, wie gesagt, herausgefunden haben, dass eine von den beiden 3 Minuten sein muss. Es geht gar nicht anders, weil man kann in 3 Minuten nur dann 3 Minuten messen, wenn man entweder eine 3-Minuten-Uhr hat oder eine 2 und 1 Minuten. Aber 2 und 1 Minuten geht nicht, weil es mit den anderen Sachen nicht passt. Deswegen eine muss eine 3-Minuten-Uhr sein. Und wenn jetzt die andere, angenommen, eine 1-Minuten-Uhr ist, dann könnte ich eine Minute in einer Minute messen. Wenn es eine 2-Minuten-Uhr wäre, dann bräuchte ich insgesamt 3 Minuten, weil ich nämlich beide gleichzeitig starte und dann habe ich noch eine Minute in der 3 Minuten übrig, während die 2 Minuten nach unten gelaufen ist. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und bei der 4-Minuten-Uhr wird es uns ja vorgerechnet im Beispiel, denn da brauche ich dann 4 Minuten für eine Minute. Deswegen, alle anderen Möglichkeiten fallen eh schon weg und deswegen bleibt nur noch die 5 Minuten übrig nach Ausschlussverfahren. Es geht schon gar nicht mehr anders. Ja? Jetzt lass mal kurz überlegen, wie kann ich es denn schaffen, mit einer 3- und 5-Minuten-Uhr eine Minute zu messen? Ja, das kann ich schaffen. Wenn ich nämlich beide gleichzeitig starte und dann drehe ich die 3-Minuten-Uhr sofort wieder um, wenn der Sand durchgelaufen ist. Dann läuft nämlich die 3-Minuten-Uhr doppelt, also insgesamt 6 Minuten und die 5-Minuten-Uhr halt 5 Minuten und dann kann ich noch die 1 Minute, die übrig ist, in der doppelten 3-Minuten-Uhr halt messen und das dann eine Minute. Und das sind 6 Minuten, die ich brauche, genau. Und 2 Minuten kann ich in 5 Minuten messen, weil ich nämlich einfach wieder beide gleichzeitig umdrehe und dann bleiben in der 5 Minuten Uhr noch 2 Minuten übrig und die 3 Minuten halt direkt mit der 3 Minuten Uhr. Deswegen ja, es ist 3 und 5. Was ich sogar schon alleine durch Ausschlussverfahren herausgefunden habe, quasi, da ich wusste, dass eine 3 Minuten Uhr dabei sein muss und die andere musste mit Ausschlussverfahren dann eben 5 sein. Und deswegen ja, dann ist es 3 und 5. Es geht nicht anders. Es müssen diese beiden sein. Und das nehme ich. Ein gutes Rätsel ist wie ein Lutschbonbon. Ich will einen Hund als Detektiv. Yeah, und auch das war ein mega, mega cooles Rätsel. Also bisher jedes einzelne Rätsel im Bonusbereich ist wirklich, wirklich erste Klasse. Fantastisch! Sie besitzt die 3 Minuten und die 5 Minuten Sanduhr. Und sogar mit Erklärung, wenn man die 3 Minuten Sanduhr einmal benutzt, kann man 3 Minuten messen. Mit der 3 und der 5 Minuten Sanduhr zusammen kann man 2 Minuten messen. Nutzt man die 3 Minuten Sanduhr zweimal, um einen Abstand von 6 Minuten zu erhalten, erhält man mit der 5 Minuten Sanduhr den Rest einer Minute und misst damit eine Minute. Das ist die kürzeste Messmethode. Okay, sehr schön. So, dann haben wir als nächstes noch hier, Herr Hündchen. Okay, das ist auch wirklich komplett neu. Kann jetzt auch noch nicht so viel aus dem Bild gerade eben daraus deuten, was wir jetzt hier tun müssen. Aber es ist dann gleich schon noch klären. Aber ich bin natürlich auch immer offen für komplett neue Rätsel und nicht nur für Variationen. Finde ich sogar cooler, ehrlich gesagt, wenn komplett neue Rätsel vorkommen. Und wir kriegen dafür 75 Pikarat. So, was macht es diesen Hundchen doch Spaß, hin und her zu rennen? Sie halten erst an, wenn du es ihnen befiehlst. Ansonsten laufen sie bis zum Ende ihrer Bahn. Wir müssen sie alle in eine Reihe bringen. Berühre einen der Pfeile, um den Wartebefehl ein Feld in diese Richtung zu verschieben. Die Hunde laufen los, sobald du den Wartebefehl bewegst. Was? Reihe die Hunde vertikal auf. Okay, habe ich jetzt nur so halb verstanden. Ich werde dann gleich einfach mal ein bisschen rumtesten und dann wird es schon irgendwie klappen. Okay. Sah jetzt komisch aus. Hui. Machen wir nochmal neu. Wenn ich den jetzt hier nach unten bewege. Ach so, dann ist es quasi wie eine Wand für die. Ach du Scheiße, das ist ja ein mega interessantes Rätsel. Okay, ich darf aber das nicht in ihre Richtung schieben.
Okay. Und der läuft jetzt auch immer weiter nach rechts, noch dieser eine, wo ich gerade bin. Das ist ja super interessant, das Rätsel. Das ist ja richtig interessant, okay. Ja. Patzel. Ah, okay. Ja, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Und das darf ich aber nicht zulassen. Ich muss mich aber noch bewegen können. Das ist ja richtig interessant, okay. Ja, das ist echt cool. Aber auch schwierig. Zum Beispiel mich nach rechts zu bewegen am Anfang ist, glaube ich, schlecht. Weil ich mich dann da rechts festsetze. Weil jetzt habe ich nämlich nie mehr eine Möglichkeit, nach links wieder zurückzukommen mit meinem Befehl. Stimmt das? Wenn ich hier so nach unten laufe, oder anders gesagt, ich kann sogar nur nach unten laufen und bin dann wieder in einer Pattsituation. Deswegen, das ist schon mal schlecht, auf jeden Fall. Okay, wie kann ich es denn jetzt schaffen, dass ich die alle in eine Reihe bringe? Das ist sehr, sehr schwierig. Aber jetzt nach rechts zu gehen ist, glaube ich, ganz gut, weil ich nämlich dann den einen Hund da schon mal rechts lassen kann. Hier so. Und jetzt habe ich wieder dann freie Fahrt. Ja, okay. Und jetzt fehlt sogar nur noch dieser eine da, der noch falsch ist. So, wie kann ich jetzt den auch noch richtig hinkriegen, ohne dass ich die anderen Hunde irgendwie kaputt mache, quasi? Ich meine, ich könnte mich einfach zwar nach unten bewegen, aber dann passt jetzt der mittlere nicht. Aber ich behaupte mal, dass der mittlere, dass der nicht so schlimm ist, wenn der nicht passt, weil ich nämlich den noch eher hinbiegen kann, glaube ich jetzt mal. Ich muss mal nur überlegen, wie. Aber das geht bestimmt irgendwie. Muss mal nachdenken. Wenn ich mich jetzt nach rechts bewege, bin ich übrigens in einer Pattsituation, deswegen das sollte ich nicht tun. Denke ich mal nach oben. Ich muss auch mal überlegen, wo eigentlich dann meine Hand, also der Haltebefehl am Ende sein soll. Weil das Problem ist ja, dass der eigentlich nicht am Rand sein darf. Weil ich ja ansonsten im Weg bin und weil die dann nicht alle in einer Reihe überhaupt stehen können, die Hunde. Puh. Ja, das ist echt schwierig, das Rätsel. Aber genau deswegen ist es auch echt cool. Ich bin jetzt aber gerade echt mal überlegen, wie es überhaupt irgendwie klappen soll. Weil mir ist noch nicht ganz klar, wie dann überhaupt der letzte Zug aussehen soll. Weil ich meine, kann ich das überhaupt irgendwie schaffen, dass die in alle in einer Reihe stehen? Ich meine, offensichtlich schon. Ansonsten wäre es ja jetzt hier kein Rätsel. Es muss ja irgendwie eine Lösung geben. Aber ich weiß nicht genau wie. Weil das Problem ist doch, dass mein Haltebefehl doch immer im Weg sein wird. Egal, was ich tue. Und ich muss aber ja irgendwie das hinkriegen, dass der gerade nicht im Weg ist. Damit dann wirklich alle Hunde entweder rechts oder links in einer Reihe stehen können. Weil ich kann es auf jeden Fall nicht schaffen, dass sie jetzt alle hier in einer Reihe stehen. Das kann ich unmöglich schaffen. Weil ich ja immer nur einen Hund irgendwie anhalten kann und halt nicht alle fünf. Und die anderen vier werden einfach zur anderen Seite durchlaufen. Deswegen, ich muss es schaffen, dass dann am Ende alle Hunde hier oder hier stehen. Was bedeutet, dass dann meine Hand in der entsprechenden Reihe nicht sein darf. Weil ja ansonsten dann halt ein Hund hier eins weiter links steht. Und wie kann ich denn das überhaupt schaffen? Das ist gerade noch irgendwie so mein Problem. Weil das Blöde ist halt auch, dass wenn ich jetzt den hier nach links bewege, dass er dann dieser eine mittlere Hund jetzt mit mir mitläuft. Das wäre sogar fast lieber, wenn er jetzt wieder umkehren würde. Aber es tut er ja nichts. Wie kann ich das schaffen? Ich weiß nicht genau. Ah, okay, so muss ich schaffen. Jetzt habe ich es nämlich fast, jetzt habe ich es fast gehabt. Ich mach nochmal kurz zurück. Oh, das ist ja voll schwierig. So muss ich es haben. Wie ich es jetzt gerade gesehen habe, und zwar, wenn ich jetzt annehmen will, dass ich die Hunde am Ende links in einer Reihe haben will, dann muss mein Haltebefehl-Symbol, Dixie, dann irgendwie hier sein. Auf jeden Fall eins rechts oder halt auf der anderen Seite dann spiegelverkehrt eins links. Und dann muss ich mich nach oben oder unten bewegen, sodass dann, nach oben zum Beispiel, sodass dann dieser Hund hier durch mein Haltesymbol nicht mehr nach rechts sich weiter bewegen darf. Und dann laufen auch die anderen hier rüber. Und dann sind die alle hier in der Reihe. Wunderschöne Zeichnung, ich weiß. Und das muss mein Ziel sein. Das ist dann der letzte Zug, den ich machen muss. Das hab ich jetzt verstanden wenigstens, weil das war jetzt noch mein Problem. Dass ich nicht mal wusste, wie überhaupt der letzte Zug aussehen soll. Aber das weiß ich jetzt. So irgendwie zumindest. Okay, dann gehe ich mal hier nach links. Weil ich ja, wie gesagt, da am Rand dann irgendwie sein will.
Ich muss mal gucken. Ich will mich jetzt eigentlich auch nur noch in diesen beiden Reihen bewegen. Weil nämlich halt der obere und auch die beiden unteren schon passen. Und die würde ich ungern zerstören wollen. Habe ich es jetzt eigentlich? Ich hab's ja jetzt. Das ist ja das, was ich haben wollte. Genau. Jetzt nach unten und das war's. Stimmt's? Sehr schön. Ein gutes Rätsel ist wie ein Lutschbonbon. Ich will einen Hund als Detektiv. Das hat natürlich auch Scholl sehr gefallen. Und ja, auch wieder mal das war auch ein richtig cooles Rätsel. Das habe ich auch so in der Art noch nie auch in irgendeinem anderen Layton-Spiel mal gesehen. Und es war eine super coole Idee und auch echt nicht einfach. Und man hat sich total viel dabei denken können. Aber trotzdem hat alles irgendwie Sinn gemacht. Also wirklich auch wirklich richtig cool, muss ich echt sagen. Mau, du hast es geschafft. Es hört nur immer ein Hund gleichzeitig auf den Wartebefehl, sodass es ziemlich knifflig ist, sie alle in eine Reihe zu bewegen oder zu bringen. Das stimmt, ja. So? Okay. Was passiert jetzt? Yay, Glückwunsch! Du hast jedes einzelne Rätsel in allen Fällen gelöst und die vier Knobelkisten von Cat abgeschlossen. Als besondere Belohnung wird Cat einen letzten Knobelkistenraum für dich öffnen. Na gut, anstatt eines Raums ist es eher. Nun, jedenfalls viel Spaß noch bei Cat Triel und die Verschwörung der Millionäre. Okay. Eine Kajüte der Creme de la Creme wurde zu Cats Knobelkiste im Bonusbereich hinzugefügt. Die Creme de la Creme. Alles klar. Und ich meine, ich habe es ja schon tausendmal gesagt, ich weiß, aber ich kann es ja nochmal erwähnen. Die 12 Rätsel, die wir jetzt bisher hier hatten im Bonusbereich, da war jedes einzelne sowas von cool einfach nur. Also wirklich echt top. Weil ich meine, ich meine, das will ich halt nochmal auch kurz erwähnen. Ich habe ja bei den Credits, beim Fazit gesagt, dass ich halt finde, dass im Allgemeinen schon die Qualität der Rätsel im Vergleich zu anderen Layton-Spielen etwas nach unten gegangen ist. Aber hier im Bonusbereich merkt man davon gar nichts, muss ich wirklich sagen. Also hier im Bonusbereich sind die Rätsel dermaßen klasse. Das sind sogar fast besser als in den Bonusbereichen der anderen Laytons. Weil da waren auch häufiger mal irgendwie komische Rätsel dabei, fand ich. Aber hier war jetzt jedes einzelne von den 12 Rätseln echt total cool. Im Hauptspiel da jetzt nicht unbedingt, da war schon die Qualität schlechter, wie ich finde. Aber hier im Bonusbereich ist sogar die Qualität der Rätsel besser, wie ich finde, als in den anderen. Anderen Daten spielen. Also, es ist echt top. So, dann also noch zum Schluss die Kajüte der Creme de la Creme. Und da haben wir Sternschweif 2, Schatzjagd 2 und dann noch Schildkrötenrennen als komplett neues. Okay, machen wir erstmal die anderen beiden. Sternschweif 2, nämlich das hier wieder. Alles klar. Haben wir sogar auch schon mehrmals gelöst. Nicht nur ein anderes Mal, sondern ich glaube sogar zwei oder drei andere Male schon. Weil es das auch wieder als Spezialversion gab. Aber fand ich auch wieder richtig cool. Deswegen, ich freue mich da jetzt auch schon drauf. So, und da kriegen wir 65 Pikarat dafür. Wenn der Stern sich bewegt, hinterlässt er eine Spur. So, ich muss jedes Feld genau einmal füllen. Ich kann die Wablöcher benutzen. Blablabla, kennen wir schon. So. Dann mal das genauer angucken. Was ich hier so machen will. Aber das sieht sogar eigentlich machbar aus, finde ich. Das sieht eigentlich machbar aus. Weil ich dann nämlich vor allem in der Mitte. Ein recht gro ich will übrigens wechseln, tut mir leid. Weil ich dann in der Mitte vor allem ein recht großes offenes Feld habe, das ich dann eigentlich relativ einfach irgendwie abgehen kann. Erstmal kurz überlegen, was ich hier am Anfang machen will. Ich will vielleicht erstmal, ja genau, erstmal die ganze linke Seite erstmal vielleicht machen und das kann ich nämlich auch schaffen. Nämlich so. Ja, schon mal ganz gut, finde ich. Okay. Und jetzt. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Weil nämlich jetzt bei diesem Warbloch hier, da jetzt an einer ziemlich blöden Position starten muss, wie ich finde. Aber andererseits habe ich jetzt schon den Anfang hier mit der linken Seite so schön hinbekommen, dass der Rest jetzt dann von alleine vielleicht klappen wird. So irgendwie. Lass mal jetzt dann einfach direkt hier reingehen. Und jetzt muss ich mal kurz aufteilen. Wenn ich jetzt direkt ins andere reingehe, kann ich dann den Rest hinkriegen? Nein, das sehe ich jetzt schon, kann ich nicht. Weil ich nämlich dann jetzt hier entweder das Feld oder das Feld irgendwie übrig lassen müsste. Und hier habe ich auch noch dann eines, deswegen das kann schon mal nicht gehen. Also wenn, dann muss ich von hier aus was anderes machen. Was denn? Was könnte ich von hier aus machen? Ich sollte vielleicht noch hier sowas machen. So, vielleicht hier so im Zickzack nach unten gehen. Das ist ganz gut. Und dann hier rein. Nee, es ist nicht gut, leider. Aber fast. Aber nicht ganz. Wenn ich hier geradeaus nach unten gehe. Nee, das ist kompletter Quatsch, das kann nicht sein. Wenn ich sowas mache, geht's dann? Nee, bleibt auch immer irgendwas übrig. Okay. Dann ist, glaube ich, doch das schon falsch. Was ich bisher gemacht habe. Und da kann es nicht ganz stimmen. Oder was ist denn, wenn ich. Das kann ich noch kurz testen, wenn ich halt in dieses hier zuerst reingehe. Ne, da habe ich aber jetzt auch wieder zu viele eklige Sachen, weil da habe ich noch hier so eine Lücke und dann hier, die ich nicht mehr füllen kann.
Beide. Nee, dann habe ich schon einen Fehler gemacht. Dann muss ich nochmal zurückgehen. Und was anderes machen. Ja, ist aber okay. Was könnte ich jetzt hier besser machen? Ich mal zum Beispiel hier sowas mache. Dann mach noch eins zurück. Aber sowas erstmal, dass ich erstmal diese Ecke da rechts unten noch füllen kann. Das ist schon mal nicht so schlecht, wie ich finde. Ja, das ist sogar ziemlich gut eigentlich. Jetzt habe ich es nämlich, glaube ich. Ich habe es gerade im Kopf gelöst, glaube ich. Ich gehe hier rein. Was habe ich jetzt gerade mir überlegt? Gehe dann direkt hier rein. Mach dann hier sowas. Und dann habe ich es. So. Direkt hier rein. Und jetzt schön zickzack entlang gehen. Sehr schön. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Wir lösen wirklich jedes Rätsel. Yay, und die letzten drei Rätsel darf dann Cat selber lösen. Obwohl sie ja eigentlich auch stellt, die Rätsel. Na, keine Ahnung. Eine glatte Eins im Spurenlegen. Der Nachthimmel erstrahlt vor all den wunderschönen Sternspuren. Es gibt mehr als eine mögliche Route. Versuch doch mal, den Himmel auch auf anderen Wege zu erhellen. Ach, mir reicht es erstmal. So. Und dann machen wir auch noch Schatzjagd Nummer 2. Das war doch mal die erste. Die da. Das war, ich weiß gar nicht mehr genau, was da war. Ich kann mich noch halbwegs dran erinnern, aber nicht mehr so genau. Was da jetzt überhaupt nochmal los war bei dieser Rätselart. Müssen wir dann mal gucken. Und das dann nochmal durchlesen, da werde ich mich bestimmt dran erinnern. Aber ich weiß es gar nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Gibt auf jeden Fall 75 Pikarat. So. In einer Höhle befinden sich 16 Schatzkisten. 7 der Schatzkisten enthalten jeweils ein Juwel. Berühre die Schalter zwischen den Truhen, um die Lichter zu aktivieren. Eine Zahl sagt dir dann, wie viele Juwelen sich in den in umliegenden Kisten befinden. Wo verstecken sich die Juwelen? Berühre eine Truhe, wenn du meinst, dass sich da ein Juwel befindet. Okay. So, wir wechseln. Und werden dann mal kurz gucken. Da haben wir eine 1, eine 3, eine 2, eine 2, eine 3, eine 1, eine 2, eine 2, eine 2. Okay. Leider nirgendwo eine 4. Das wäre ganz schön gewesen. Oder auch eine, oder ich meine, im Prinzip eine 0 wäre auch ganz schön gewesen. Aber ich habe überall 1, 2 oder 3, weswegen ich da nicht so mega viel draus schließen kann erstmal. Müssen wir ein bisschen was überlegen. Okay. Also erstmal, wo habe ich denn Dreier? Dreier habe ich hier oben. Und dann hier direkt. Okay. Vor allem habe ich auch hier nur eine 1. Ja, nee, okay, ich kann doch schon einige Sachen sogar drauf schließen. Ja, so ein bisschen ist es wie Minesweeper, was ich ganz gerne mal spiele. Deswegen, das dürfen wir auch halbwegs hinkriegen. Okay. Also hier ist ja eine 1. Bei diesen vier Truhen gibt es nur ein einziges Juwel. Und bei den vier hier gibt es drei Stück. Das heißt, es kann nicht sein, dass hier und hier ein Juwel drin ist, weil es nämlich mit dieser 1 hier nicht passen würde. Und deswegen ist es so, dass entweder nur in der oder nur in der ein Juwel drin ist. Damit ich aber insgesamt auf 3 komme, müssen, es geht gar nicht anders, diese beiden hier Juwelen sein. Das wissen wir definitiv. So, hier ist eine 2, deswegen sind dann diese hier definitiv keine Juwelen. So, hier haben wir eine 1, das ist perfekt. Okay, deswegen wissen wir, dass das hier alles keine Sinn, da wir halt das schon mit der da oben erfüllt haben. Hier ist eine 2, das sind es beides welche. So, hier haben wir eine 2, muss ich mal kurz nochmal überlegen. Und Moment, mal kurz gucken, hier ist auch eine 3. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen weiterschauen. Aber wir haben schon mal hier einiges rausfinden können, auf jeden Fall. Ist schon mal ein Anfang, würde ich sagen. Genau, ich kann mal auch hier kurz übrigens das so machen. Richtig? Okay. Die haben wir auch schon mal. So. Jetzt mal kurz denken. Wo habe ich denn noch 1er übrigens? Ich habe doch nochmal irgendwo eine 1, oder? Ja, hier halt. Nee, okay, ansonsten habe ich keine mehr. Und ja, da oben natürlich auch noch, klar. Aber ansonsten halt nicht mehr. Achso, ja, übrigens, aber ich kann schon mal sagen, dass das hier auch keine sind, übrigens. Stimmt. Weil das eine Juwel von der 1 muss ja entweder hier oder hier drin sein. Genau. Hier war es eine 2. Und hier auch. Und hier auch. Ja, jetzt muss ich mir den Rest noch auf jeden Fall gründlich überlegen, dass ich jetzt keinen Fehler mache. Ah, nee, aber ich kann schon eins halt schließen, ne? Weil hier ist eine 3, aber ich weiß, dass hier keiner oder kein Juwel ist. Deswegen müssen in den anderen welche sein. Und dann habe ich schon fast. Nämlich hier. Okay. So, die 1 oben ist erfüllt. Und die 3 da oben auch. Und hier ist eine 2, die ist auch schon erfüllt. Deswegen ist hier kein Juwel mehr. Die ist noch nicht erfüllt. Die aber schon. Deswegen ist hier keines. Aber hier muss dann noch eines sein, dass dann auch diese 2 erfüllt ist. Also haben wir es dann. So. Und das dürfte passen. Und mal kurz gucken. 1, 3, 2,
2, 3, 1, 2, 2 und 2. Nehmen wir. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Rätsel sind zum Lösen gemacht. Yeah, wie gesagt, habe ich große Ähnlichkeiten zum Minesweeper. Ziemlich cool auf jeden Fall. Glänzende Leistung. Du hast alle Juwelen gefunden. Zeit für die nächste Schatzjagd. So, ja, wir können tatsächlich dann in diesem Part schon Cats Knobelkiste komplett abschließen, mit auch noch dem letzten Rätsel. Wir haben noch ein bisschen Zeit dafür. Und das werden wir jetzt hoffentlich auch noch schaffen. Nämlich das Schildkrötenrennen. Okay. Und das sieht so ähnlich aus wie auch das Rennen, das wir im letzten Part schon hatten, wo ich dann herausfinden muss, den wievielten Platz, oder halt, halt auf jeden Fall, wo ich herausfinden muss, den wievielten Platz dann die Schildkröten hier jetzt belegt haben bei dem Rennen. Und ich fand schon das Wettrennen, das wir aus, im letzten Part hatten, auch schon mega cool. Deswegen mal gucken, wie dann das hier so werden wird. So, das allerletzte Rätsel hier in Layton's Mystery Journey, das wir spielen werden im Let's Play. Rätsel 185, Schildkrötenrennen für 80 Pikarat. Kein einziges hat 99, interessanterweise. Das ist 80 dann das höchste, wie es scheint. Aber okay. Das Schwierigste, laut dem Spiel. Mal gucken. Gleich beginnt das Schildkrötenrennen. Leider haben die Schildkröten und die Tore die falsche Reihenfolge. Sie sollten in numerischer Reihenfolge angeordnet sein, beginnend mit der 1 ganz links. Die Schildkröten sind oben, die Tore unten. Berühre die roten Pfeile zwischen zwei Feldern, um sie zu tauschen. Achtung, jeder Pfeil kann nur einmal benutzt werden, also überlege genau, in welcher Reihenfolge du diese Aufgabe angehst. Okay. Habe ich jetzt auch nur so halb verstanden, ne? Ordne sie der Reihe nach an, beginnen von links. Okay, ich will auf jeden Fall wechseln, weil ja das alles auf dem Touchscreen passiert. Und nochmal kurz durchlesen, dann gleich ein bisschen rumklicken und dann werde ich schon verstehen. Also die haben die Tore falsch erwischt. Und halt genauer gesagt, die Tore haben die falsche Reihenfolge. Die Schildkröten und die Tore die falsche Reihenfolge, ja. Sie sollten in numerischer Reihenfolge angeordnet sein, mit der beginnen mit der 1 ganz links. Die Schildkröten sind oben, die Tore unten. Berühre die roten Pfeile zwischen zwei Feldern, um sie zu tauschen. Ja, jetzt lass mal kurz gucken, was da jetzt passiert. Okay. Da kann ich jetzt die Tore tauschen. Und hier die Schildkröten. Und hier Schildkröte und Tor. Ach du Scheiße. Ich darf jeden Pfeil nur einmal benutzen. Eieieiei. Okay. Das ist schwierig. Auf jeden Fall. Also ich will, dass sowohl Schildkröten als auch Tore richtig angeordnet sind, beginnend links mit der 1. Also anders gesagt, die Schildkröte hier und auch das Tor passen ja schon. Deswegen bei denen muss ich ja gar nichts mehr verändern, oder? Eigentlich ja nicht, glaube ich jetzt mal. Okay. Eieiei. Ich meine, ich muss mit Sicherheit auch mal mindestens einmal hier diese Pfeile hier benutzen, wo ich dann Tor und Schildkröte tausche, wo es dann so ganz eklig wird. Aber da will ich mir erstmal noch keine Gedanken drum machen. Ich will erstmal die einfachen und offensichtlichen Züge machen. Nämlich die zwei ein bisschen nach links bringen und das tauschen. Ja, okay. Und jetzt habe ich nämlich das Problem, dass ich jetzt die 5 und die 4 nicht mehr tauschen kann. Weil selbst wenn ich jetzt nämlich sowas mache, dann geht's ja trotzdem nicht. Wenn ich nämlich jetzt noch ganz, ganz eklige andere Sachen habe. Okay, ja, aber ich habe es ungefähr verstanden, wie es geht. Ich habe sogar fast die Befürchtung, dass ich aus irgendwelchen Gründen tatsächlich die Einserschildkröte noch irgendwie auch kaputt machen muss. Und dass ich die auch noch irgendwie benötigen werde, um das hinzukriegen. Das wäre sehr, sehr eklig irgendwie, aber ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich so ist. Ja, mal gucken. Also, was ich mal machen könnte, ist, dass ich, bevor ich die 2 da nach links bringe, das will ich dann schon gleich wieder machen, natürlich, weil die 2 muss ja ganz weit nach links, bevor ich das mache, dass ich erstmal die 5 oder halt das 5er Tor nach oben bringe. Weil das 5er Tor muss ja 1 nach rechts. Und dadurch, dass ich jetzt dann die 2 nach links bringen, kann ich jetzt automatisch die 5 auch 1 nach rechts bringen. Weil ich meine, das Problem, ich mach's mal kurz, das Problem hier ist ja, dass wenn ich jetzt die 2 tausche, dass dann die 4 1 nach rechts geht. Aber ich meine, die 4 passt ja eigentlich da, wo sie ist. Und deswegen will ich das ja eigentlich gar nicht. Aber das 5er Tor passt nicht, wo es da ist. Es muss 1 nach rechts. Deswegen ist es dann so, glaube ich, ganz geschickt. Obwohl ich natürlich jetzt das Problem habe, dass ich ja jetzt die 4 wieder irgendwie geradeaus nach oben bringen muss. Aber der Pfeil ist ja schon weg. Der hier. Deswegen muss ich da jetzt dann irgendwas anderes Lustiges machen. Ach du Scheiße.
Ja, das ist dann doch sehr kompliziert, ehrlich gesagt. Das ist dann doch sehr kompliziert, das Rätsel. Aber ist ja, wie gesagt, auch deswegen ziemlich cool. Gott, ey, wie soll denn das überhaupt gehen jetzt? Ja, eigentlich kann das gar nicht mehr funktionieren, oder? Oder? Boah. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass ich hier sehr, sehr viel kaputt machen muss. Weil jetzt habe ich nämlich noch auch ein weiteres Problem. Weil, wie kriege ich denn jetzt überhaupt die 5er Schildkröte nach rechts oben? Wie kriege ich es überhaupt hin? Das ist jetzt auch noch die Frage. Weil ich muss nämlich die 5er Schildkröte auch am besten nach unten bringen. Aber wenn ich die nach unten bringe, dann landet das Zweier Tor oben, was ja eigentlich nach links sogar soll. Eieieiei. Da muss ich mir jetzt noch einiges überlegen. Aber ich finde, dass der Anfang jetzt schon mal eigentlich nicht so schlecht war. Ich muss auch so ein bisschen Notizen machen am besten, ne? Weil ja, das ist sehr schwierig, das Rätsel, aber das ist auch wieder voll interessant, weil sowas in der Art habe ich auch noch nie gesehen. Und das ist auch richtig cool. Okay. Also ich will jetzt einerseits die zwei Schildkröte nach links bringen, also hier hin. Ich will aber zugleich die 5er Schildkröte ein bisschen mehr nach rechts bringen. Am besten eigentlich ganz nach rechts, und dafür muss ich sie nach unten eigentlich bringen. Und das Zweier Tor will ich natürlich, oder halt, will ich natürlich auch weiter nach links bringen, irgendwie. Ja, und wie mache ich das? Ist jetzt die große Preisfrage. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich doch schon einen Fehler gemacht habe. Das gar nicht mehr gehen kann, weil ich meine, damit ich die 5 oder halt die 5er Schildkröte überhaupt nach hier bringen kann, muss sie ja diesen Weg untenrum gehen. Sie kann gar nicht mehr den Weg hier entlang gehen, weil nämlich hier dieser Pfeil fehlt. Sie muss den Weg untenrum entlang gehen. Also hier komplett alles dann durch die Gegend austauschen. Und ja, okay, ich meine, das ist sogar nicht unmöglich. Das kann schon sein. Aber, ja, nee, ist aber eigentlich trotzdem blöd. Weil die 4er Schildkröte, die muss ja im Endeffekt dann hier hin. Und, Gott. Boah, das ist ein richtig kompliziertes Rätsel. Das ist richtig kompliziert. Ja, nee, ich glaube, ich krieg's nicht ganz hin. Aktuell gerade. Weil ich einerseits das mit der 4er Schildkröte hinkriegen muss und auch mit der 5er. Ich meine, wie gesagt, die 5er muss hier entlang gehen. Und das Schöne ist, dass es sogar mit den Toren dann ganz gut passen würde. Denn wenn die 5er Schildkröte hier ist und sie geht hier rüber, dann wechselt sie mit dem 4er Tor den Platz und das 4er Tor kommt hier hin. Und dann geht sie nach oben und dann kommt das 5er Tor hier hin und die Schildkröte ist hier. Deswegen, das wird dann sogar alles halbwegs passen. Aber wie kriege ich denn dann die 4er Schildkröte jetzt hier nach oben? Das kriege ich nämlich nicht mehr so wirklich hin, weil ich meine, ich kann natürlich jetzt hier sowas machen und dann so, aber dann kommt jetzt die 5er Schildkröte nicht mehr rüber. Damit die 5er Schildkröte rüberkommt, muss ich mir ja diesen Pfeil hier und diesen Pfeil hier und auch den noch aufheben, quasi. Und wenn ich zuerst die 5er Schildkröte bewege, dann kriege ich jetzt die 4er Schildkröte nicht mehr nach oben zurück. Ja, aus. Oder ich meine, kann ich das doch noch schaffen? Vielleicht kann ich es aber doch noch hinkriegen. Ich mache jetzt erstmal noch die 5 zu Ende. Na, es sieht sogar nicht so verkehrt aus, finde ich. Tatsächlich. Lass mal überlegen. Ist es tatsächlich so, dass ich noch die 1 irgendwie kaputt machen muss und irgendwie, dass ich die noch brauche? Ich meine, eigentlich ist es jetzt nicht so arg weit davon, von dem entfernt, was ich ja eigentlich haben will. Ja, es ist eigentlich ist es schon weit entfernt, weil ich auch noch die zweier Schildkröte irgendwie rüberbringen muss. Boah, das ist echt richtig schwierig, das Rätsel. Aber wie gesagt, auch voll cool. Jetzt habe ich wieder alles zurückgemacht, so ungefähr. Ich müsste eigentlich auch die 2 irgendwie austauschen. Wenn ich da erstmal den Zug hier mache und dann jetzt nochmal das mit der 5er Schildkröte mache.
dann hängt die Vierer da jetzt fest. Das ist natürlich auch ganz ungünstig. Ich muss eigentlich... Nee, jetzt kann ich nicht... Nee, jetzt habe ich wieder ganz den Anfang. Huiuiui, ja, da will ich jetzt noch ein bisschen, glaube ich, dran sitzen. Aber dann wird der Part auch länger, das ist schon okay. Der letzte war ja auch länger. Passt schon. Und wenn ich jetzt nicht dann halbwegs bald draufkomme, werde ich dann auch schneiden irgendwann. Aber ich meine, das ist ja eh schon das Ende des Parts. Und ob ich den jetzt länger mache oder schneide, ist ja eigentlich fast kein Unterschied. Deswegen, ihr könnt ja vorstellen, wenn ihr wollt, wenn es euch nicht interessiert. Wenn ich es noch brauche, aber ich werde es noch ein bisschen überlegen. Was nämlich echt, wie gesagt, voll interessant ist, das Rätsel, finde ich. Okay, also nochmal überlegen. Die zwei muss ich irgendwie nach links bringen. Und wie gesagt, ich bin mir doch recht sicher, dass ich auch wirklich die 1 irgendwie kaputt machen muss. Zwischendrin. Lass mal kurz überlegen, wie kann ich denn die 1 überhaupt sinnvoll benutzen? Weil ich meine, ich muss ja schon dann recht viel kaputt machen. Ja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich es irgendwie zerstören muss, weil ansonsten, wenn ich die 1 nicht brauche, hätten sie ja das Rätsel auch einfach nur für 4 Schildkröten formulieren können und es wäre dasselbe. Deswegen, warum ist die 1 noch dabei, obwohl die eh schon passt? Das muss noch irgendeinen Grund haben. Aber ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Ich werde es erstmal trotzdem wieder auf der rechten Seite versuchen, was hinzukriegen. Also erstmal wieder irgendwie die 2 dann rüberbringen, aber entsprechend vorher irgendwelche Vorbereitungen treffen. Die habe ich nochmal gerade eben jetzt gemacht. Erstmal. So ungefähr habe ich es gemacht. So ungefähr, ja. So. Jetzt habe ich das Problem, vor allem mit dem Zweier-Tor, dass ich jetzt da irgendwie gar nicht mehr wegbekomme. Und soll ich es wegbekommen, dann kriege ich halt die Zweier-Schildkröte gar nicht mehr nach links unten. Deswegen, ich will schon an sich die Züge so ähnlich machen wie jetzt gerade eben, aber ich möchte noch andere Vorkehrungen treffen, dass dann das Zweier-Tor da kein Problem mehr für mich ist. Und das schaffe ich, indem ich halt zum Beispiel am Anfang, ja, das passt schon, am Anfang einmal sowas mache. Oder so. Jetzt nochmal dasselbe wie gerade eben. Ich muss es nur jetzt überlegen, wie ich es hatte. Also hier so. Und so, und so, und so. Ist es jetzt besser? Vielleicht? Nee, weil jetzt ist nämlich die 4 da unten sogar schon eingeschlossen. Das ist ja ganz schlecht. Das will ich ja gar nicht. Ja, ich meine, was kann ich denn da jetzt noch großartig anders machen, verdammt nochmal? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's nicht. Jetzt macht mir echt vor allem die 2 Probleme. Sowohl die 2er Schildkröte als auch das 2er Tor machen mir echt große Probleme. Wenn ich doch mal jetzt einfach das hier so ganz blind erst rüberbringen will irgendwie. Aber das ist kompletter Quatsch, was ich jetzt hier mache, finde ich. Das kann eigentlich so gar nicht sein. Weil ich jetzt nämlich die 5 und 4 auf gar keinen Fall beide noch sinnvoll hinkriegen kann. Und auch mit den Toren nicht. Ich meine, eigentlich, wie gesagt, eigentlich ist das, was ich gerade eben jetzt einmal gemacht habe, schon, finde ich, nicht so mega verkehrt. Weil ich halt da schon immerhin dafür sorgen kann, dass die 5 schon komplett passt und das 4er Tor wenigstens auch. Und das ist schon mal eigentlich, glaube ich, nicht so weit jetzt von der Lösung entfernt. Kann ich es jetzt nicht doch noch irgendwie jetzt irgendwie schaffen? Ich glaube eben nicht mehr, weil... Ich hätte jetzt, ja, das ist eben das Problem, wenn ich mich jetzt die 4 2 Felder nach rechts bringen müsste und auch die 2 Felder nach links. Und das kann ich nicht mehr schaffen. Das geht nicht mehr. Weil ich halt hier nur jeweils dann einen Fall dazwischen drin habe. Das geht nicht mehr. Obwohl es aber halt eigentlich schon so ein bisschen knapp zumindest ist. Aber das geht nicht mehr. Nee. Puh. Ich möchte aber eigentlich auch ungern Hinweise benutzen, weil ich das Rätsel derart cool finde, dass ich es ohne Hinweise lösen will. Und deswegen will ich schon noch selber probieren. Ich werde jetzt mal nochmal einen Versuch irgendwie starten. Und wenn der jetzt auch nichts wird, dann werde ich dann mal schneiden gleich. Und mir dann noch da selber meine Gedanken machen. Auch ohne währenddessen reden zu müssen, das hilft dann oftmals auch. Erst mal kurz überlegen. Wie gesagt, das, was ich da jetzt mal gemacht habe, ist an sich ganz gut. Aber es passt noch nicht ganz, weil ich dann noch zwischendrin auch andere Sachen machen muss. Also wie gesagt, ist ja nicht so verkehrt, finde ich, wenn ich die 4
hier nach unten bringe erstmal. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt... Achso, ja, nee, es klappt auch nicht. Jetzt, ja, nee, es kann auch nicht klappen. Weil jetzt wollte ich halt vorher die 4 hier nach links bringen, aber dann kann ich jetzt die 5 nicht mehr mit meiner Methode, also hier unten rum, nach rechts bringen, weil jetzt halt der Pfeil hier fehlt. Heieieiei. Aber trotzdem, ich finde es, wie gesagt, eigentlich, ich fände es gut so. Wenn es halt funktionieren würde. Das ist halt das Problem. Kann ich irgendwie schaffen, dass die 4 dann noch nicht so weit nach links mir abhaut? Nicht wirklich eigentlich, ne? Ja, nee, eigentlich, ich mache immer dasselbe, ich weiß. Weil ich halt echt den Anfang schön finde, hier. Aber er klappt halt nicht. Was kann ich jetzt da anders machen, damit der Anfang dann schon klappt? Was kann ich da anders machen? Wenn ich mal am Anfang hier irgendwie sowas mache, ist das klug? Sieht nicht wirklich klug aus, finde ich. Aber ich kann es mal testen. Hier so und so. Ja, ist nicht klug, weil ich jetzt nämlich leider die 2 da festgesetzt habe und ich da nicht mehr rauskriege. Das ist dann eher schlecht. Wenn ich da gleich am Anfang 4 und 5 tausche, das ist eher schlecht. Auf jeden Fall. Aber was denn, wenn ich zum Beispiel, wenn ich sowas mache? Nee, ist auch nicht gut. Wenn ich jetzt dann das 5er-Tor da festgesetzt ist. Okay, mal kurz. Kann ich es denn irgendwie schaffen, dass ich dann hier dann zwar auch da keine Pfeile mehr habe, es wäre ja okay, aber dass er dann wirklich auch hier die 4er-Schildkröte ist. Und aber zugleich auch der Rest irgendwie passt. Das wäre jetzt super. Wenn ich das hinkriegen könnte. Aber ich glaube, ich schaffe das halt nicht ganz. So. Ja, nee, machen wir nochmal zurück. So. Ja. Auch nicht so wirklich toll. Weil jetzt ja auch wieder dann keine Verbindung mehr habe. Kann ich es irgendwie besser machen? Dass ich dann, wie gesagt, doch halt die 4er-Schildkröte dann nach oben bringe, aber auch ich die 2er mir nicht versaue und alles. Ja, es ist halt ein bisschen viel, auf was ich hier alles achten muss. Ich muss ja, wie gesagt, vor allem auf die 2 aufpassen, weil die 2, also die 2er-Schildkröte, ist diejenige, die den längsten Weg zurücklegen muss. Die muss nämlich hier 3 Felder entlang laufen. Und vor allem für die 2 werde ich viele Pfeile benötigen. Das geht gar nicht anders. Aber es ist halt nervig und blöd. Weil ich da dann immer total viel kaputt machen muss. Und das stört mich halt. So, ja, das ist auch nicht wirklich toll. Nee, ich komme nicht drauf aktuell. Weil ich dann doch, glaube ich, irgendwie grundsätzlich was anders machen muss. Weil ich nämlich doch irgendwie vielleicht links anfangen muss. Weil ich meine, ich habe jetzt immer rechts angefangen. Und vielleicht muss ich ja links anfangen mit der 1 halt, dass ich die kaputt mache, wie gesagt. Aus irgendwelchen total strange Gründen. Und dass es nur dann funktionieren wird oder sowas. Das könnte schon irgendwie sein. Es wäre total verrückt. Aber gerade deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dann so ist. Ich weiß aber nicht genau. Ich werde es mal auf jeden Fall kurz schneiden. Und dann gleich sehen wir uns wieder, wenn ich dann hoffentlich hier eine tolle Lösung gefunden habe für das Rätsel. Weil wie gesagt, ich will keine Hinweise benutzen, weil ich es echt cool finde. Und dann gleich werde ich es hoffentlich herausgefunden haben. Mal schauen. Okay, ich habe jetzt eine Lösung gefunden und ich möchte nochmal kurz erklären, was ich mir jetzt dabei gedacht habe, damit ihr dann auch gleich halt meine Gedankengänge auch besser nachvollziehen könnt. Und zwar, mir ist nämlich aufgefallen, dass ja die 4er-Schildkröte, dass die schon am richtigen Platz ist. Das heißt, dass ich bei meiner Lösung entweder die 4er-Schildkröte einfach gar nicht bewegen darf oder wenn ich sie bewege, dass sie dann einmal im Kreis gehen muss, dass sie dann wieder an ihrer Ausgangsposition landet. Und ich habe erstmal dann probiert, die 4 gar nicht zu bewegen, aber das ist natürlich Quatsch, weil ich ja die 5 irgendwie auch außen rum bringen muss, deswegen ich muss die 4 auf jeden Fall irgendwie bewegen. Und das heißt, ich muss sie dann in einem Kreis bewegen. Und dann habe ich eben erstmal versucht, sie hier rechts rum in einem Kreis zu bewegen, aber das hat auch nicht so wirklich gut funktioniert, da ich halt dann hier irgendwie zum Beispiel sowas machen könnte und dann ist sie wieder zurück. Aber dann habe ich es unmöglich geschafft, das habe ich ja vorhin auch schon mal probiert, habe ich es unmöglich geschafft, dann noch die 5er Schildkröte und das Tor und die anderen beiden Tore hinzukriegen. Das hat nicht funktioniert, deswegen habe ich es dann anders probiert. Und zwar, dass ich nämlich dann die 4er Schildkröte hier in so einem Kreis bewegen lasse. Und das funktioniert jetzt dann, glaube ich. Ich werde es mal kurz ausblenden. Ich habe es gerade eben schon gehabt, glaube ich zumindest. Ich habe es dann nochmal zurückgemacht, dass wir es nochmal jetzt sehen können. Also ich möchte die 4 erstmal hier so bewegen.
Und jetzt möchte ich dann die 2 übrigens, habe ich mir auch überlegt, dass die 2 ja eben hier hingehen soll. Und man könnte annehmen, dass sie einfach jetzt immer hier oben bleibt. Aber das ist auch ein bisschen naiv, irgendwie das zu denken, ehrlich gesagt, weil die ja doch einen recht weiten Weg zurücklegen muss. Und deswegen war mir eigentlich schon fast klar, dass die 2 dann auf jeden Fall hier unten entlang gehen muss und dann halt wieder zurück nach oben wechseln muss irgendwie. Und das will ich auch kurz machen. Dass es jetzt die 2 dann hier nach unten geht. Und wenn ich jetzt da oben wechsle, dann passt die 5 nämlich schon. Und jetzt passt auch das 5er Tor. Genau. Und jetzt möchte ich dann die 2 nochmal hier rüber bewegen. Nee, das war falsch, nee, genau. Das darf ich ja nicht machen, im Prinzip muss ich mir ja auf jeden Fall noch diesen Pfeil und diesen Pfeil und diesen Pfeil noch aufheben für die 4. Weil die, oder halt die 4er Schildkröte. Die 4er Schildkröte muss all diese Pfeile noch erwischen, dass sie wieder dann einen Kreis entlang läuft und wieder bei ihrer Ausgangsposition zurück ist. Deswegen muss ich zuerst diesen Zug hier machen. Und jetzt ist hier so rüber. Und jetzt passen nämlich die rechten beiden schon. Und die anderen kriegen wir auch noch hin. Nämlich so. Und wir haben es gelöst. Das sollte reichen, denke ich. Und so macht man das. Puh, was ein cooles Rätsel für den Abschluss dieses Spiels. Wirklich cool. Und über die Zielgerade. Die Verwirrung vor dem Rennen hat sich gelegt und die 5 Schildkröten sind ganz heiß auf das Rennen. Auf die Plätze, fertig, los! Yay! Glückwunsch, du hast alle 5 Knobelkisten von Cat abgeschlossen. Yay, da ist sie. Und auch Hörschel. Offensichtlich hast du diese Art von besonderem Instinkt, den ein großer Detektiv benötigt. Oder aber ein gutes Bauchgefühl. Jedenfalls könntest du damit sogar Cat Konkurrenz machen. Vielen Dank, dass du Leightons Mystery Journey, Cat's Real und die Verschwörung der Millionäre gespielt hast. Gerne doch. Cat wird wiederkehren. Wow, okay. Alles klar, also das war's noch nicht mit den Leightons. Wir haben noch ein neues Fallfinale, echt jetzt. Und zwar ein Brief an einen Freund. Ha, okay. Das ist geschafft, fantastisch! Das ist jetzt die Frage. Möchte mir das Pfeifenale noch in diesem Part oder im nächsten erst angucken? Ich würde sagen, im nächsten erst, dass wir dann das auch noch haben. Und dann kommt eben im nächsten Part noch das ganze andere Bonusgedöns. Aber ich werde jetzt nochmal kurz erwähnen, da habe ich halt schon 1000 Mal gesagt, ich weiß. Aber ich will es nochmal sagen, dass ich wirklich die 15 Rätsel, die wir jetzt hier hatten, dermaßen cool einfach nur fand. Es war jetzt ein bisschen schade tatsächlich, dass wir jetzt im ganzen Spiel, überall fertig, sehr schön, dass wir jetzt im ganzen Spiel kein einziges richtig klassisches Schieberätsel hatten. Das finde ich schon ein bisschen schade, weil ich da so ein paar, wenn die so zwischengestreut sind, eigentlich schon ganz gerne mag. Aber trotzdem würde ich sogar, glaube ich, tatsächlich behaupten, dass jetzt hier die Rätsel aus dem Bonusbereich ich sogar am besten fand von allen Layton-Spielen überhaupt, würde ich eigentlich fast sagen. Weil ich meine, bei den anderen Layton-Spielen war es halt immer schon zu erwarten, dass man dann immer halt beim Finale, oder halt nicht beim Finale, sondern hier im Bonusbereich noch Schieberätsel haben würde. Und hier haben sie etwas komplett anderes gemacht. Das kam zwar auch natürlich einige Variationen vor, oder halt Stufe 2-Versionen, aber das gab es ja in den anderen Layton-Teilen auch schon häufiger. Und da gab es halt dafür immer tausende Schieberätsel in dem Bonusbereich. Und hier war dann doch echt viel Abwechslung drin und jedes einzelne von den 15 Rätseln hat mir mega gefallen. Wirklich jedes einzelne. Und deswegen finde ich echt, dass dieser Bonusbereich hier sogar wahrscheinlich der beste aus allen Layton-Spielen ist so ungefähr, weil der war wirklich mega cool. Es kam einem zwar jetzt nicht so wirklich schwierig vor, weil ich die immer sehr schnell gelöst habe, aber ich hatte da auch, wie gesagt, relativ viel Glück und ich kann solche Rätselarten einfach ganz gut, behaupte ich mal. Aber jetzt vor allem das Schildkrötenrätsel am Ende hab ich noch lange dafür gebraucht, auf jeden Fall, deswegen es war schon auch hier Schwierigkeit gegeben. Deswegen diese Rätsel waren, wie gesagt, echt mega cool, wie ich finde. Okay. Und speichern, sehr gut. So. Ja, aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist dann hier auf diesem Part von Let's Play Leighton's Mystery Journey, Cat's Real und die Verschwörung der Millionäre? Beim nächsten Mal kommt dann auch schon der letzte Part von diesem Let's Play, wo wir uns dann auf jeden Fall nochmal den Bonusbereich noch etwas näher angucken, genauer gesagt dann den streng geheimen Bereich, wo wir dann auf jeden Fall nochmal uns alle Charakterprofile durchlesen werden, uns die Galerie angucken werden, nochmal vielleicht ganz, ganz kurz im Soundtrack auch lauschen werden und wo wir uns dann auf jeden Fall auch das Fallfinale angucken, einen Brief an einen Freund. Ich frage mich, an wen dann dieser Brief gerichtet sein wird. Ich dachte jetzt vielleicht halt dann eher an den Professor, aber der ist ja jetzt nicht wirklich ein Freund, das ist ja der Vater. Deswegen ist er irgendwie komisch, ich weiß nicht genau. Wir werden dann schon herausfinden, was dann da so los sein wird und beim nächsten Mal eben, wie gesagt, der letzte Part von diesem Let's Play. Okay. Auf jeden Fall würde ich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.